Viele Prominente haben über den Rauswurf von Elton bei Schlag den Star gesprochen. Nun hat sich ein enger Kollege von Elton zu Wort gemeldet. Es handelt sich um niemand Geringeren als Oliver Pocher. In der neuesten Podcast-Folge, Die Pocher, bringt er Licht ins Dunkel des Geschehens. Pocher vermutete zunächst eine Schicksalsvereinbarung hinter den Schlagzeilen und wandte sich direkt an Elton: Geht es dir gut? Oder habe ich etwas falsch verstanden? Doch Elton stellte schnell klar: Nein, privat ist alles wie gewohnt. Doch dann gab es erneut Krach. Elton würde die Show, Schlag den Star, nicht mehr moderieren. Pocher schien von dieser Entwicklung unbeeindruckt zu sein. Er enthüllte, dass es im Vorfeld klare Signale gegeben habe, die Behauptungen widersprachen, Elton sei von der Entscheidung überrascht worden. Elton ist ein bisschen traurig darüber, wie die Dinge bei ProSieben laufen. Ehrlich gesagt habe ich das anders gehört und auch gehört, dass es nicht stimmt, dass Elton es nicht wusste, sagte Pocher. Im Gegensatz zu anderen Prominenten, die Elton immer standhaft unterstützt haben, scheute Pocher auch vor Kritik nicht zurück und bezeichnete Elton als eine leberbeleidigende Wurst. Zum Showbusiness gehöre es, so der 46-jährige Entertainer, manchmal schwierige Entscheidungen zu treffen, Menschen kommen und gehen. Aber Elton habe die Situation wirklich ausgenutzt. Dies bezieht sich auf Eltons zahlreiche Engagements mit anderen Sendern. Er tanzt tatsächlich auf allen Hochzeiten. Und jetzt ist er sauer, wenn ein Sender sagt, das ist vielleicht etwas zu viel. Die Station, an der er am Anfang alles getan und ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist. Allerdings übte Pocher deutliche Kritik an der Art und Weise, wie ProSieben kommuniziert. Die Art der Kommunikation ist nicht seine Stärke. Wenn es um die Medien geht, insbesondere wenn... Cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm channel Dostorian Show. Đừng quên like và đăng ký kênh để xem những video hay hơn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Xin chân thành cảm ơn.